can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I make plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last dog, you can do better. You ain't got on me, homie, that's facts. I just bought a new crib, I buy another for the tax. We ain't in the same league, we ain't in the same bracks. I ain't made a joint yet, they already know it slaps. Now I need the dollars. Got a new girl and she look like Madonna. Found a new flow and it's hot like the sauna. Buying these stocks, I don't care about designer. Tryna play me, they ain't no better. Type on me, call me Chris. Wie los ist das? Ja, ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserem Goldbarren. Wir haben das Ding jetzt Goldbarren getauft, der Lexus. Heute, glaube ich, passt das, der Begriff Goldbarren am Ende auch besser, weil wir sind mal wieder bei H&R in Lennestadt. Hi. Das heißt, es geht heute um Thema Turbolader. Auf jeden Fall. Nein, folgendes, wir wollen mit dem Lexus an Wörthersee, weil das Ding einfach so ein geiler Cruiser ist, dass wir uns überlegt haben, der muss sein. Das war wirklich ein Cruiser, ne? So, das heißt, ich in den Videos Selim angerufen, so wie immer, er sagt, haben wir, machen wir, funktioniert. Machen wir schon? Mal gespannt, wann das erste Mal kommt. Nee, machen wir nicht. Haben wir nicht. Gibt's nicht. Ah. Dauert noch ein bisschen, ne? Ich denke schon. Gab es für dieses Auto schon Fahrer? Wir haben tatsächlich vor vielen Jahren mal was gemacht. Für einen Aristo. Also quasi das Ding mit Turbotechnik und Rechtslenker. Der Toyota davon. Genau. Und haben den sogar damals mit Teilegutachten bestückt. Also quasi das Grundfahrwerk. Und haben dann für dich speziell nochmal ein bisschen optimiert. Mit TÜV. Da wir nach und nach in dieses Projekt wieder reinkommen, jetzt wo die Stoßstange lackiert ist, ein paar Bäuchchen sind raus. Vielen Dank nochmal an die Firma Lackwelt fürs Lackieren der Stoßstange. Das heißt, das wird nach und nach wieder ein cooles Auto. Ja. Noch hat das Ding noch nicht seine volle Vielfalt entwickelt. Aber ich sag mal so, Tieferlegung ist eigentlich wirklich immer das Erste, was man an so einem Auto macht. Ne? Ja, also du kannst im Endeffekt das gesamte Auto umbauen. Aber der Effekt, wenn das Auto so hoch war, wie der war, kommt das nicht rüber. Das ist, glaube ich, auch bei neueren Autos weniger geworden, weil die neueren Autos schon im Verhältnis tiefer sind gegenüber den alten Autos. Ja, definitiv. Also heute so eine Absenkung, ich meine, die Zahl können wir ja nachher nennen, aber so einen Absenkungsbereich legal zu gestalten bei einem aktuellen Fahrzeug, unmöglich. Unmöglich. Ich bin unschuldig, ich wollte das Ding nicht so flach haben. Also es war so schlimm, ich bin ja das Auto hergefahren, ne? Wir haben uns ja getroffen. Fährt geil, oder? Fuhr super bequem und der war ja wirklich sehr hoch und dann haben wir alles umgebaut, gemacht, getan und Auto ging wirklich erst einmal von der Bühne runter, da stand, und ich bin ja wirklich viel gewohnt und mag ja auch tiefe Autos, und dann stand ich davor und dachte mir so, ach du Scheiße, wie tief ist das Ding denn gekommen? Ja, und dann alles geguckt, passt aber auch alles von der Bodenfreiheit, Freigängigkeit, so, weil meine Intention war ja, ich will euch ja legal zum See schicken, das soll ich nicht am besten da unten gleich irgendwie das Auto stilllegen. Haben wir wirklich auch geschafft, alles legal, TÜV-konform, ist auch mit eingetragen und so weiter. Aber die Absenkung ist irre. Das heißt, schleift nichts, ist alles Taco. Alles Taco. Also der Vorher-Nachher-Effekt war brutal. Deswegen fand ich das so witzig, wenn ihr jetzt gleich kommt, wir stellen den mal eben so unter die Decke und dann will ich einfach mal euer Gesicht sehen, wenn ich die Decke gleich abziehe und du siehst, was wir da gemacht haben. Also ich wollte gerade sagen, man muss jetzt sagen, wir haben es selber alle noch nicht gesehen aus der Selim. Ja, genau, ich habe wirklich hammerhart, also Phil sagt auch, bitte schick mir kein Bild, habe auch kein Bild geschickt, habe halt immer nur so witzig angeteasert, so von wegen, Olle, sind 85 mm Tieferlegung, und dann schon mal so, hä, wie, das wird, ich sag's euch, vorher, nachher ist abgefahren, und dann mit Felgen wird das wirklich cool. Was würdest du aus dem Auto machen? Würdest du den so sleepermäßig lassen oder würdest du eher so ein bisschen in JDM-Richtung mal gehen? Beides geil. Auf jeden Fall muss die Automatik raus. Echt? Ja. Boah, nicht. Doch, also wenn, also ich glaube, geil wäre, kleiner Lader drauf, Schalter, coole Sleeper-Räder, nicht zu extrem, dass er so schön aussieht, fertig. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, 800 PS oder so. Ja, nee, die Automatik, die wird leider drin bleiben müssen, sonst wird es nämlich auch wieder gebaut. Ehrlich? Ja. Passt nicht den, irgendwie Schaltgetriebe vom BMW oder es so? Es geht ja schon damit los, so? Den gab es ja nicht als Schalter. Ja, aber passt nicht irgendwie BMW-Getriebe an die Ja, Getriebe? Aber Pedalerie, Schaltung, das muss ja alles. Also es geht mit Sicherheit, weil bei Supra ist das Geile, da kommt die Schaltung direkt im Innenraum raus. Machbar ist alles, aber ich finde die Automatik geil. Okay. Ich meine, sie schaltet butterweich, aber ich glaube, so mit Leistung könnte ich mir das schon vorstellen, wenn du da irgendwie am Rumrühren bist. Als allererst eine Sache müssen wir kurz zeigen hier. Er ist übrigens angemeldet. Und? Zieht euch das Schild ran. Junge, Junge, Junge. Wenn das nicht passend zum Auto ist, die werden jetzt alle sagen, Alter, was ist bei dem Kessel los, so ein langes Schild, was geht da? Aber ich gucke tatsächlich rein und es war GS300, für alle, die es jetzt gerade nicht wissen, das ist ein Lexus GS300. Frei. Deswegen könnte das glatt so ein Messeschild sein, ne? Boah, aber das ist schon... Nein, warte, wir machen das gleich für alle.
Das ist schön. Wir machen das gleich für alle. Am besten stellt ihr euch, glaube ich, dahin und guckt euch die Optik an. Jetzt muss man dazu sagen, wir wollen tatsächlich mit diesem Auto zum Wörthersee. Ja. Diese Woche noch. Also, wenn ihr einen gold-metallic-farbenen Lexus am See seht, dann sind wir es auf jeden Fall. Und da war Fahrwerk halt einfach Pflicht. Deswegen erstmal vielen Dank, dass das in der Kürze der Zeit wieder geklappt hat. Nicht zu danken. Und Felgenfahrwerk ist einfach das Starterpaket. Das muss da drauf. Ich glaube, wenn die Räder gleich drauf sind, wird das ein richtig schönes Auto. Ja, das wissen die Leute ja noch nicht, dass wir natürlich auch Räder mitnehmen. Aber eins noch vorab, also die Fahrt wird auf jeden Fall geil, weil das Auto fährt wirklich komfortabel. Das heißt, obwohl der so tief ist. Hat noch Restfederweg. Brutal. Also wir haben ja 30 eingekürzt, komplett Gehäuse, alles, dass wir auch den Einfederweg generieren, aufgrund der extremen Tieferlegung. Aber ich bin ja schon eine Runde gefahren und der fährt wirklich echt komfortabel. Sportlich komfortabel. Also 1000 Kilometer machst du mit dem Ding locker weg. Endlich mal wieder auf Achse zum See. Ja. Ja, dann zeig doch mal, ich bin schon ganz aufgeregt. Aber am besten filmst du erstmal seine Reaktion, oder? Ja, wir haben eine zweite Kamera. Ja. Okay, geht los? Zieh runter, das Ding. Ich finde, das geht schon extrem in Richtung irgendwie Japan-Tuning. Auch so irgendwie diese kleine Felge mit dieser fetten Pille darauf. Aber guck mal, wie das Auto liegt im Vergleich mit der Serie stand. Wir haben ja Gott sei Dank Serienbilder gemacht. Ja, die Leute haben schon so ein kleines Serienerlebnis gerade gehabt. Es sind wirklich vorne 80, hinten 85 mm Absenkung. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum wir uns den Namen Goldbarren irgendwie überlegt haben. Weil es ist irgendwie wie so ein Schuhkarton, der auf dem Boden steht. Ne? Ich finde das super lustig. Krass. Man sieht erst so richtig, wie flach der schon ist, weil links und rechts hier im Rathaus so viel Platz ist. Ne? Vor allem, jetzt wenn er so steht, sieht er schon tief aus. Aber wenn das Auto rollt, dann sieht es bekloppt aus. Der Kollege hat das Auto rumrangiert, weil er dann die Nachherbilder gemacht hat. Und ich stand extra mit dem Handy und habe das gefilmt. Ich war kurz davor, es dir zu schicken, habe es aber nicht gemacht. Aber auf dem Video schon denke ich mir so, Alter, das Auto liegt doch am Boden. Vor allen Dingen, wie das sieht einfach so von der Seite so, wie langgezogen das Ding jetzt auch mal, weißt du? Er ist ja auf einmal gefühlt, ist das Ding ja hier so 5 Meter lang. Aber er hat ja schon gut Schulz erzählt, ne? Minimal, ja. Minimal? Nee, ist echt nicht so viel. Das wirkt nur, weil... Die guck Ausschnitt, mal. Die Karosserie, der da war von hinten hin. Das sind 2 Grad oder so. Ja, aber 2 Grad ist ja noch human. Guck mal, die alten BMWs, wenn du die tiefer legst, klappt die Achse sofort ein, hast du 4-5 Grad Sturz. Das ist echt human. Aber die brauchen wir auch, glaube ich, für die Räder. Müssen wir gleich echt mal gucken. Aber täusch dich nicht, die Karosserie verläuft komisch bei denen, finde ich, hier hinten. Das sieht irgendwie so ein bisschen, weil du hast hier auch noch so eine Kante, ne? Wenn er jetzt noch irgendwie einen anderen Farbton ist, würdest du hier echt diese Kante sehen, als wenn er so eine Verbreiterung hat. Guck mal, die fängt ungefähr hier so an und geht bis hier hin. Also in der Kamera sieht man das gerade sehr, sehr gut hier. Siehst du es? Ja, extrem. Okay. Ja, du hast hier wie so eine Kante, ne? Wie so diese 80er Rallye-Golf-Verbreiterung. Was hast du zu erfahren? Ich finde die geil. Ich finde die auch geil. Ja, ich glaube, mit den Felgen wird das richtig gut aussehen. Klar, Aufkleber und alles ab. Das wäre die nächste Frage. Willst du Aufkleber runterreißen? Ja, auf jeden Fall. Doch, ja, auch von mir ein klares Ja. Aufkleber ab und... Aber das doch, hier, dann sieht der cool aus. Das ist doch auch Nachtrieb drauf. Ja, 100%. Wir haben das mal gegoogelt. Das ist irgend so ein, ich weiß nicht, darf ich es jetzt sagen? Das ist so ein Saunaclub oder irgendwie sowas. Okay. Ja, kein Scheiß, weil mir ist es nämlich hier aufgefallen. Ja, innen das ganze Zeug und der macht sich dann so ein Zigarettenanzug. Ja, da waren wir auch fassungslos. Der Typ war irgendwie so ein bisschen, ich glaube, so ludenmäßig unterwegs. Da waren wir auch fassungslos. Ja. Guck mal, von der Seite sieht es übrigens noch tief aus. Irgendwie. Weiß ich nicht, ob das Licht ist oder so, das Schatten. Dass der Schatten ist gerade drauf. Ja, guck, ja klar. Jetzt siehst du aber hier auch aufgrund des Lichtes auch die Verbreiterung. Das siehst du nicht. Ist schon krass flacher, oder? Ja, ja. Das Ding wird cool. Ich bin richtig gespannt mit der anderen Felge, ey. Ja, ihr müsst den wirklich fahren sehen, dann ist das echt verrückt. Das sieht dann total irre aus. Guck mal, ich würde sagen, wir nehmen mal auf die Bühne, nehmen mal die Räder runter. Dann seht ihr auch das Fahrwerk. Dann gucken wir uns das Fahrwerk einmal an und dann zeigen wir euch mal die neuen Räder. Vor allem wichtig, das Ding hat wirklich legal TÜV. Das heißt, schleift nichts gar nicht? Alles nichts. Safe? Wir haben 75 mm Bodenfreiheit. Nach VD TÜV 751 haben wir 80 Vorgabe. Und das ist aber auch kein Gesetz, sondern eine Anlehnung. Und sofern du alle Regularien quasi erfüllst, dass nichts Kontakt hat, kannst du auch auf 75 gehen. Und wir haben wirklich 75 Bodenfreiheit. Aber immer wieder der Wahnsinn, was so ein bisschen Tieferlegung ausmacht. Ne? Weil es ist einfach eine hässliche Scheißfelge. So, in 16 Zoll, ne? Ja. Und sieht schon so ein bisschen nach dem Auto aus. Ja. Ist halt einfach das kleine Tuning einmal eigentlich. Ich finde die Front ganz geil, finde ich hier, auch mit diesen Flaps. Das macht ihn von vorne doch wieder irgendwie ein bisschen sportlicher. Ja, wenn das jetzt so gerade durchgelaufen wäre, hätte es ausgehen wie eine Badewanne, aber das gibt ihm so einen leicht sportlichen Touch, finde ich. Aber ich finde, da muss irgendwie noch irgendwie eine Lippe oder so drunter.
Könnte man machen, ja, Mitte so irgendwie, ne? Hier, von, also diesen Raum hier ausfüllen. Irgendwie so ein kleines Schwertchen, so ganz minimal, so von hier bis hier hin. Ja, das könnte ihm gut stehen. Ja, guck mal her. Ja, und hammerhart, der hat der Xenon? Boah, ich weiß nicht, nee. Ja doch, die waren mega hell. Weil das ist ja ein Reflektorscheinwerfer. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall war das mehr weiß als gelb. Gute Böden drin. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde die Karre geil und fährt echt mega bequem, das Auto. Wirklich mega bequem. Ist auch geil. Ja, ab auf die Bühne. Los geht's. Yes. Willst du fahren? Nee, mach du ruhig. Ich genieße das lieber so ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir dann die Bühne, das Tor auf. Und dann könnt ihr mich mal beim Rangieren. Dann seht ihr schon mal, wie abgefahren das aussieht. Steht ihr? Danke. Also es sieht wirklich beim Fahren noch mal bescheuert aus. Ich sehe schon hier Stoßstange hinten, müssen wir auch noch mal lacken. Aber Zustand geil. Ja, nein, selbst der Sachverständigen von uns, wir haben ja das Auto dann wirklich von oben unten dann komplett durchleuchtet und selbst der sagte unglaublich, was für einen guten Zustand er hat. Für 300.000 Kilometer, ne? Ja, vor allem er sagte sogar, aus welchem Baujahr ist denn die Bude? Ist ja wieso? Er sagte, der ist echt, der hat kein Rost, kein gar nichts. Nee, die sind wirklich gut. Aber krass, man sieht echt von unserer Do-it-yourself-Stoßstangenreparatur für 50 Euro. Ja, das hat man am Anfang in dem kurzen Cinematic-Teil auch schon gesehen. Da ist gar nichts mehr, ne? Das ist echt krass. Ich natürlich auch schon alles mit eingeblendet. Das ist ja eigentlich eine. Das sieht aus wie so eine Folie, ne? Ja, guck mal, hier auf der Scheibe steht sogar Toyota drauf. Hier Lexus. Ja, aber Aufkleber würde ich abziehen. Aufkleber unter alle, ne? Ja. Ja, jetzt ja wieder wie vorher, wa? Ja, pass auf. Ja, super, das stand ungefähr so. Nein. Ich wollte gerade sagen, der Mikro stand ja so. Warte mal, wir messen das einfach. 85 hoch. Können wir ja simulieren, wie der stand. Wir haben jetzt, lass mal überlegen. Ja, wenn er muss jetzt einmal ganz runter. Nee, wir haben 400 vorne gehabt. 400 vorne. Ja, der stand vorne hammerhart so. Und hinten. Auch ungefähr so. Ja, das Auto sah serienmäßig so aus. So, genau, jetzt machen wir den vorher nachher. Ja, selbst die Stoßstange auch. Ja, und jetzt ist er ja sogar noch unter Spannung. Also wenn wir jetzt einen Meter vor zurückfahren, dann fällt er nochmal ein bisschen. Und das Ganze mit TÜV. Das Ganze mit TÜV. Jetzt stört mich ja fast schon die rote Bremse hier. Ich dachte, ihr habt das gemacht. Nee, vorne sitzt er. Zieht euch mal solche Rattenbuttern rein, das können doch nur wir Japaner machen. Also eigentlich ist es cool und toll, ne? Aber als Europäer. Erzähl mal kurz was. Also, oder darf ich erzählen? Ja klar, den mache ich hinten ab. Also das sieht auf jeden Fall so aus nach Rennfedersystem, wie ihr hier seht. Mit Helferfeder. Aber das ist ja so eine riesen Helferfeder vom Durchmesser, ist die größer, ne? Ja, das ist irgendwie ist so ein Spezialsystem hier wieder. Nee, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wir haben ja das herkömmliche Rennfedersystem, 60 mm innen. Mhm. Und wir müssen ja irgendwie oben auf das originale Domlager anbinden können. Also haben wir halt einen Federteller gebraucht und natürlich irgendwie diesen Durchmesser oben zu generieren, dass wir auf das Domlager anpassen können. Deswegen werden wir oben breiter. Das ist jetzt aber ein ganz normales Monotyp und nicht irgendwie wieder alles, was geht. Rennsport. Das ist jetzt ein Straßengewindefahrwerk. Okay. Genau, jetzt ohne irgendwie Rennsportapplikation. Wirklich für eine schöne Tieferlegung, sportlich komfortable Abstimmung. Dezente Tieferlegung. Übrigens, bevor jetzt einer gleich im Video was sagt, das war schon alles, ne? Ja, ja. Das heißt, wie viel? Also Restgewinde ist ja nicht immer gleich noch Tieferlegung. Ist aber eine Luftsasse vom... Ja, man könnte also noch weiter? Du könntest vorne, theoretisch, bis wir Vorspannung verlieren und was der Einfederweg jetzt zulässt, mindestens noch 20 tiefer. Dann wärst du vorne bei 100, ob man die braucht. Man darf immer nicht vergessen, das seht ihr gleich, das Ding hat einen riesen Raddurchmesser, ne? Und jetzt? Yes! Krass, eine große Bremse hinten, Alter. Mhm. Halt keine Unlüftige, aber... Das kann ich hier gut sehen. Achso, ja, ihr habt natürlich eure eigene Kennzeichnung. Aber für all die ganzen Lexus-Fahrer unter uns kann man das theoretisch schon kaufen. Ja klar. Nee, wir haben das jetzt als Artikelnummer so festgelegt.
Diese Variante verfügt jetzt über kein Gutachten, aber wir haben natürlich jetzt die gesamte Dokumentation dafür erstellt, dass das jeder so wie du auch ganz normal per Sonderabnahme eingetragen bekommt. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt eine Freigabe seitens des Herstellers, dass der TÜV hier sein kann. Wir haben sämtliche Federprüfzeugnisse, wir haben die gesamte Dokumentation, Auslegung, Materialfestigkeit und halt natürlich Dokumentation von der erfolgten TÜV-Prüfung von deinem Auto. Und das können wir alles als Referenz übergeben und dann steht einer 19.2 nichts im Weg. Krass, wie lang der Dämpfer ist, ne? Ja, bei dem Auto jetzt die Besonderheit, wie bei der Supra ja auch, du hast ja hier diesen Korb. Ähnlich wie beim B5 hast du ja auch diesen Metallkorb. Da verläuft das ja rein, deswegen haben wir das ja gebraucht, um zu gucken, ob wir hier ein Rennfedersystem anbinden können. Mhm. Und deswegen musste der Teller entsprechend gebaut werden, um hier die Auflagefläche generieren zu können. Und was ich auch krass finde, ist, wenn man von hier drauf guckt, was für einen Nachlauf der Dämpfer hinten hat. Ja. Das heißt, der federt ja nicht ansatzweise linear zum Rad eigentlich. Ne? Nee, da geht's weg. Viel mehr Technik brauchen wir heute auch gar nicht zu sagen, weil wir haben uns tatsächlich technikonmäßig noch ein bisschen was Fahrwerk überlegt. Da können wir mal so richtig detailliert werden. Heute gibt es ja erstmal mehr nur Grinsen und Show und Shine. Welche Räder hättest du auf das Auto drauf gemacht? Die. Echt? Hm? Man sieht sie jetzt auch im Hintergrund. Es gäbe eine Alternative, sage ich ganz ehrlich. Das wäre eine Work, wie heißen die Dinger? Work Master 3, glaube ich. Diese dreiteiligen Work S1, F1, weiß ich nicht. Schick mir bitte ein Bild, damit ich das einblenden kann. Ja, die fahren viele auf so GTRs und so auf diese R34 und R33. Das Ding könnte ich mir auch noch vorstellen, aber sonst... Ich muss ganz ehrlich sagen, relativ wenig mit beschäftigt. Muss an der Stelle auch einfach vielen Dank an Tom sagen, weil das sind eigentlich die BBS Le Mans von Tom. Die sollten auf seine Supra. Und die kommen jetzt erstmal auf unseren Goldbarren. Weil 5x114,3, relativ selten. Ja. Dann dadurch, dass das Auto jetzt in dieser Goldfarbe schon eher ein bisschen klassischer wird, habe ich halt gesagt, finde ich sowas besser. Zeitlos schöne Felge. Zeitlos geile Felge. Ist natürlich jetzt nicht die Optimalgröße. Wir reden jetzt von 8 und 9 mal 18. Ihr seht bei der dicken Pelle hier drauf, wie viel Gummi das noch ist. Also man hätte ohne Probleme eine 19, wenn nicht sogar eine 20 machen können. Also ich glaube auch, dass du mit der schon mal nichts falsch machst. Die Idealgröße wäre, glaube ich, 19 Zoll gewesen. 20 Zoll, glaube ich, wäre der Reifenquerschnitt zu schmal geworden. Das wäre dann wirklich nur für irgendwie hin und her rollen. So, aber klar. Die Felge geht halt immer. Egal ob auf modernen oder auf neueren Autos, ist einfach für mich mit die geilste Felge. Somit habe ich Tom angerufen, gesagt, Tom, bring Felgen rum. Weil ich wusste, der hat die in 8, 9 mal 18, braucht sie noch nicht, weil die Supra noch nicht umgebaut ist. Mhm. Ja, das sind ja die Räder, die er sogar umbauen wollte. Ne? Ja, jetzt kommt sie drauf. Geil. Wollen wir draufstellen? Jetzt, wo ich es von hier aus so sehe, glaube ich, wäre der Stern in der Wagenfarbe noch krasser. Ich glaube, ich habe noch nie Räder drauf gesteckt, die so ähnlich waren, in Anführungsstrichen, was so Reifen und so angeht, weißt du? Mhm. Weil es ist jetzt ja wirklich, um aus dem Ding ein krasses Rad zu machen, hätten wir ja die Felge, guck mal, wir hätten die Felge bis hier ziehen müssen. Ja. Das heißt, der Durchmesser wäre locker, 2 Zoll mal 2. Ja, wär mal, doch, du könntest ja schon eine 20 Zoll rausschicken. Würde bestimmt gehen. Es geht, ne? Also dieser Umfang ist so riesig. Aber wenn du diesen Sleeper-Look, also nicht zu extrem, glaube ich, ist mit einer 19er 4. Meinst du? Mhm. Ja. So, Schrauben, brauchst du die? Okay. Ist das einfach nur eine Radmutter, die man so rein. Adapter, ne? Guter Junge, hat Tom immer in die richtigen gekommen. Einzige, was uns jetzt das Genick brechen könnte, wäre die Einpresstiefe der Felge. Aber da wollen wir mal hoffen, dass es passt. Das wird schon passen. Ah, das wird schon. Ja, es ist halt immer noch. Also, wenn die Kiste jetzt 1000 PS hätte, würde ich es extrem geil finden, weil dann. Sieht das so nach. Ja, der Unterschied gleich wird schon extrem. Wir brauchen auf jeden Fall eine Knarre. Ja, die zentrieren sich schon logischerweise über die Mutter. Über die Konus hin. Man darf sie nur nicht gleich alle anknallen. Es gäbe jetzt noch einen Trick, man könnte jetzt die Bolzen umpressen, längere Bolzen, könnte dann entweder in die Felge die Plastikzentrierung einbringen oder halt, sofern benötigt, noch eine Distanzscheibe. Aber dafür reichen jetzt die Originalbolzen nicht, sonst hat man nicht genug Länge. Die Muttern finde ich tatsächlich schon wieder irgendwie passend. So ein Chrom. Ja. So ein Chrom-Emblem und so. Aber es ist halt immer noch echt eine dicke Pelle, ne? Ja, das stimmt schon. Ja, wieder. Oder willst du ohne Verlängerung? Ich muss erstmal leicht anziehen. Aber doch, könnte das. Ja, die sind von der Einpresstiefe sehr nah dem Original. Mhm. So, hinten eine 9x18 mit 2,45.
Es gab dieses Auto wohl auch Serie mit einem 245er Reifen. Ich muss annehmen. So, also wir sind relativ nah an der Serienbereifen. Mhm. Ja, doch, könnte gehen. Das heißt, distanzscheibenmäßig? Boah. Nein. Ich wollte gerade fragen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt. Möglichkeit gibt es, aber nicht hier. So, und? Aufgeregt? Mhm. Yep. Gleich Code für gebirdet. Aber ich glaube, das birdet sich dann von alleine, wenn es nicht passt. Wollen wir gleich die andere Seite auch machen? Nee, erstmal. Einmal runter? Erstmal runter. Ich bin ja gut mal ruiniert. Scheiß Garten, ey. Weil so sieht es halt auch schon scheiße aus. Ja, warte erstmal. Auf der Höhe. Das ist halt immer krass, was so ein bisschen so. Jetzt fängt so langsam an, das Rad zu wirken. So, das Auto geht schön, ne? Mit jeder sieht man den so bereit. Ich find's geil. Also, jetzt muss man wirklich mal sagen. Ey, die passen sogar richtig runter. Pass auf, wir fangen hier gerade schon eine neue Stilrichtung an. Guck doch mal, die gehen super runter. Wir machen schon gerade eine neue Stilrichtung, weil das sieht irgendwie, finde ich, das sieht so potent aus, muss ich auch nochmal sagen. Das sieht aus, als hätte das Ding 1000 PS. Ja, genau, ist so ein bisschen, finde ich, so GT3 RS-mäßig, wo ja auch so dicker Reifen immer drauf ist. Ne? Ja. Weil das sieht so aus, als wenn wir, keine Ahnung, hier übertrieben gesagt 400 mitfahren wollen und eine Runde Nordschleife fahren wollen. Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte, hinten passt es nicht, aber wir haben wirklich... Oh, guck mal hier. Ja, ja, passt perfekt. Also hier. Keine Scheibe, nichts, aber so ist super. Der federt hier sogar dran vorbei. Ja. Wenn du jetzt mit dem Sturz ein bisschen reinkommst. Yes. So, wir müssen mal einmal runterlassen. Das sieht schon aus. Das ist schon geil. Was meinst du, wie das gleich während der Fahrt aussieht? Man muss halt einfach sagen... Wir sind halt schon so die übelsten Spielkinder, ne? Muss man einfach so sagen, ne? Was das angeht, werden kauft man, kauft man so eine Kiste und checkt auch. Alter, die Perspektive von hier ist geil. Ja. Ich glaube aber auch, wir werden das mit 60, werden wir das genauso machen. Ja, ja. Also, film mal die Perspektive von da hier. Also diese Heckansicht, die haut mich komplett weg. Also wenn du von da so hier drauf guckst, wie das Rad so steht, mit der dicken Kelle, das ist schon wirklich krass. Also ich finde, wenn du dir das Auto jetzt in... Vor allem ist halt auch witzig, dadurch, dass das Auto hier diesen dickeren Radausschnitt hat, ja, sieht das hintere Rad kleiner aus als das vordere. Ja, stimmt. Wenn du von hier so guckst. Nee, von hier aber auch. Ja. Aber es wirkt auch hinten bulliger vom Reifen. Aber ganz ehrlich, so könnte man jetzt denken, okay, warum hat er gerade dieses Auto tiefer gelegt und Räder drauf gemacht? Irgendwie wirkt das so, als hätte das Ding Leistung. Ja, also ich finde es auch geil. Ja. Ist jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht in Anführungsstrichen alles, was geht, auf Show. Weißt du? Ja, der ist ja einfach 1 Zoll größer, aber ich finde es geil. Ja, oder 20 Zoll oder so. Ne? Ja. Aber wir wollen ja mit dem Ding auf Achse A zum Wörthersee fahren, B jetzt auf schnell eine Lösung. Dafür muss ich auch sagen, passt es definitiv zu uns. Weil krass allein heißt auch nur Räder machen. Plus ein paar Beulen, ein bisschen was lackieren, auch sieht aus wie neu. Ne? Ja. Vor allem, das ist jetzt ja das Krasse. Kommt mal mit rüber hier. So, ne? Brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Sieht halt so richtig kotze dann aus. Wenn man das so sieht. Ich finde die Seite, ich finde das sieht gut aus. Jetzt mal extra. Wenn ich das aus wie dumm, hätte das Ding jetzt 1000 PS, dann müsste das auch eigentlich genau so sein. Ja, oder? Bleiben wir mal bei 500. Nein, also generell so. Ja, so ich meine, also der streut irgendwie so, als hätte er richtig Druck. Ich weiß nicht warum, aber bei diesem Auto ist es tatsächlich so, dass die Le Mans-Felge das Auto irgendwie neuer macht. Ja, wirkt moderner, ne? So, normalerweise denkt man ja immer so, Le Mans nicht so modern, aber hier, ne? Nein, irgendwie geil. Weil es ist tatsächlich mal ein Tuning, was definitiv jeder machen kann. Weil es ist so legal, wie es hier steht. Ja. So, der Raddurchmesser passt, die Taglast passt, die Breite passt, Serienbreite eigentlich sogar, ne? Mhm. Nur eigentlich die Felge getauscht. Ne? Genau. Geil. So, pass auf, jetzt machen wir noch die andere Seite und dann würde ich sagen, fahren wir das Ding mal zum Abschluss raus und lass das mal gucken. Ja. Boah, Junge. Also, ich sag ehrlich, mich nimmt der mit. Ich find's auch geil. Ja, das Ding ist oberfett. Das Beste ist, man sitzt gleich ganz anders in dem Auto. Kommt der Arm auf den Boden? Ja, fast. Gute Tiefe.
Bike das Allergeilste ist, das ist das Allerbeste. Dieser Moment, wenn du beim Aussteigen merkst, dass so ein Auto jetzt tiefer gelegt ist, weil er dich mehr so rausdrücken muss. Ne? Aber das sieht auch aus, guck mal bitte. Ja, okay, aber also gefühlt ist er jetzt ja beim Rausfahren schon wieder 3 cm flacher, oder? Ja gut, er war natürlich ausgehangen. Wenn du den wieder einhängst, ist natürlich alles ein bisschen auf Spannung. Ich finde das mega. Also ich muss schon sagen, ich persönlich mag es mittlerweile auch, wenn diese Reifenflanke so ein bisschen dicker ist. Das kommt erst seit dem Rennsportfahren. Weißt du, da seit dem Rennstrecke fahren, da wünscht man sich das einfach. Da findet man das einfach geil. Ja, früher war ja immer, die Felge muss so breit wie möglich und der Reifen so schmal wie möglich, dass es am besten noch das Felgenhorn so rausguckt. Früher. Aber mittlerweile hat sich das auch gedreht. Ich finde das auch nicht mehr so schön. So ist cool. Ich finde es ultra geil. Ja, das Auto sieht gut aus. Wenn man sich jetzt überlegt, angenommen. Aber auch mit der Antenne. Ich finde, das hat irgendwie Charme. Angenommen, jetzt, es fehlt jetzt einfach noch, dass die Kiste halt, keine Ahnung, 500 PS hat oder so. Reicht dann, ja. Dann ist es wieder perfekt. Ne? Ja, ja. Und ich persönlich würde schon noch so ein bisschen JDM machen. Ja? Also ich würde definitiv so ein bisschen Lippe, hinten so ein bisschen Diffusor. Aber so dezent. Ja, ja, jetzt nicht zu krass. Ja. Klar, die ganzen Aufkleber darunter. Ja, das als allererstes. Also ich bin gespannt, wie ihr die Kiste am Wörthersee findet, fleißig Fotos machen, fleißig eure Meinung dazu schreiben, weil ich glaube, gerade am See sieht man ja die Autos endlich mal fahren. Ja. Und fahren sieht das Ding einfach noch geiler aus. An der Stelle nochmal vielen Dank mal wieder an H&R, dass gerade solche Spezialfälle hier in kürzester Zeit umgesetzt werden können. Da haben wir halt ein großes Herz für und versuchen halt jedem zu helfen, dass wir so für einmal für ein Auto irgendwas bauen können. Also wenn irgendwelche Kunden so welche Wünsche haben, wo es nichts für gibt, einfach mal fragen. Das heißt auch gerade im Bereich wahrscheinlich Oldtimer, also so richtige ältere Autos, wird es ja viel geben, wo es keine Fahrwerke für gibt. Ja, ja klar, Youngtimer auch, ob egal was für ein Hersteller, einfach anfragen. In der Regel ist fast nichts unmöglich. Ja, ich würde sagen, Wörthersee Starter-Kit läuft. Wir können mit der Kiste jetzt zum See fahren, sieht Endchef aus. Finde ich auch. Total. Ihr kriegt jetzt mal einen ganz kleinen cinematischen Abschluss und dann sehen wir uns auf Wörthersee. Ciao. Yes. Ciao. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Painting on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up.